So, heute geht es darum, Rohhaut herzustellen, zum Beispiel für die Einfassung von Schildrändern. Dazu haben wir hier Schweinebauch und der wird so abgezogen. Und dann ist schon mal ein prima Rohhautstreifen da, der auch die richtige Breite hat. Nur länger sein könnte, müssen wir dann auch größere Schweinebauchhälften kaufen. Schweinebauch eignet sich deswegen, weil das Schwein schon mal auf der einen Seite enthaart ist. Beim anderen Tier muss man noch die Haare abrasieren. Und so, wie das jetzt ist, muss nur noch richtig sauber geschabt werden im nächsten Arbeitsschritt. Und was danach kommt und so weiter, das zeige ich euch dann. Ja, so geht das schon mal ein bisschen. Die ganzen Fleisch- und Fettreste müssen jedenfalls davon runter. Nachdem die Rohhaut, wie gezeigt, sorgfältig vom Fleisch runtergeschält wurde, müssen wir jetzt hier die restlichen Fett- und Fleischfasern noch entfernen. Am besten mit so einem Messer. Und dann kann man das so kratzend durchführen. Das ist ein bisschen eine langwierige Geschichte. Das wird jetzt bestimmt eine Viertelstunde dauern. So lange will ich euch das nicht zumuten, weil das muss wirklich gründlich sauber sein. Und ich zeige euch noch mal die andere Seite. Das ist die Hautseite. Ich nehme halt gerne Schwein, weil das schon haarfrei ist, diese Hautseite, die andere. Das ist beim Schlachten schon gebrüht und abgeschabt. Ihr könnt natürlich auch hier andere Tierhaut nehmen, nur dann ist ein aufwendiger Rasierprozess mit dabei. Klar, Jäger oder Förster, die werden euch wahrscheinlich Tierhäute für umsonst oder für ein kleines Geld dalassen, aber auch der Metzger wird euch nicht arm machen. Wie gesagt, das muss jetzt hier gründlichst runtergeschabt werden. Das ist eigentlich das Schwierigste und Langwierigste am ganzen Prozess. Dieses Runterschaben von Fett- und Fleischresten jeglicher Art. Aber was muss, das muss. Die Rohhaut habe ich jetzt von den Fleisch- und Fettresten gesäubert, habe die mit lauwarmem Spüliwasser abgewaschen, dass der ganze Fett und Schmier runtergeht, aber wirklich nur lauwarm, sonst tut sie nicht gut. Habe sie abgetrocknet ein bisschen mit dem Küchenkrepp und jetzt muss sie zum Trocknen aufgehangen werden. Manch einer wird sich fragen, wozu Rohhaut mit diesen Streifen, wie ich sie hier geschnitten habe, wenn die getrocknet ist. Die kann man lange aufheben, ewig lange und wieder einweichen, dann werden sie da geschmeidig flexibel. Damit lassen sich Schildumrandungen anfassen, einfassen. Das zeige ich aber auch gleich noch. Und mit größeren Ecken, ich sag mal, was so die Größe hat wie dieses Küchenkrepp, was drunter liegt, kann man ja auch rausschneiden, die Größe. Damit lassen sich wunderbare Bespannungen für Rohhautlaternen herstellen. Auch Fensterbespannungen in Ermangelns von Glas wurden im Mittelalter daraus hergestellt, damit es im Winter nicht so durchzieht, trotzdem ein bisschen Licht reinkommt. Das ist relativ durchscheinend, ihr werdet das gleich sehen. Hier habe ich sie jetzt hergehangen, die Rohhaut, zum Trocknen. Beim Trocknen muss man aufpassen, dass es Fliegen- oder insektenfrei ist. Die fressen das Zeug nämlich, auch genauso wie Hunde. Muss man auch aufpassen, diese Kauknochen sind aus Rohrhaut von Hunden. Es gibt welche, die weichen die auch auf und versuchen daraus eine Schildumrandung herzustückeln. Das sind aber nur Fetzen und da wird die Brühe teurer wie die Brocken. Es ist eine Sauarbeit. Wie gesagt, insektenfrei trocknen lassen und alles ist gut. So, jetzt zeige ich euch noch eine Schildumrandung und eine Laternenbespannung. Hier ist jetzt die Laterne mit Rohrhautbespannung. Wie gesagt, das ist relativ durchscheinend, so ein bisschen vergleichbar mit Milchglas vielleicht. Das muss man zwischendurch mal ein bisschen mit Speiseöl zum Beispiel einölen, dann wird es wieder transparenter. Hier kann man sehen, wenn die Rohhaut nass ist, ist sie erstens geschmeidig, lässt sich prima drum wickeln und kann auch hier einfach zusammengenäht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Hier ist nämlich mein Schild. Ja, beim weiten Mal. Und da sieht man auch hier der Schildrand. Rohrhaut ist unheimlich stabil. Die hält wirklich Schwertschläge, Axtschläge aus, bis die endlich kaputt geht. Das ist unheimlich zähhartes Zeug, wenn es getrocknet ist. Aber auch da, wie gesagt, so eine Rolle, wie ich sie hatte unten eben vorgestellt habe, einfach wieder nass machen, einweichen, drumherum legen und dann mit Nägeln festnageln oder auch das Holz bohren
und vernähen. Beides ist möglich. Ja, das zum Thema Rohhaut. Meine trocknet jetzt noch. Wenn die trocken ist, zeige ich die euch. Ja, innerhalb der letzten 24 Stunden ist meine Rohhaut jetzt getrocknet, bis auf diese Stelle, wo es über der Stange gehangen hat. Das macht aber nichts, das lasse ich jetzt hier so weiter trocknen. Also da hört man auch, hart und fest geworden. Die Rohhaut hat jetzt die Eigenschaft, wenn ihr den Film von Anfang bis Ende jetzt auch seht, die schrumpft beim Trocknen unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ihr ein Schild damit umrandet oder auch eine Laterne bespannt, müsst ihr auf jeden Fall ordentlich überlappen lassen, denn ansonsten klaffen da Lücken und das ist nicht schön. Eine getrocknete Rohrhaut kann aufbewahrt, trocken und kühl aufbewahrt werden, nahezu unbegrenzt. Wichtig ist auch, dass keine Viecher irgendwelchen Zugang dazu haben, also keine Käfer, Insekten, dass sie da dran kommen können oder Nagetiere, also Mäuse, Ratten, irgend so ein Zeug. Oder auch wenn ihr habt einen Hund, ne, dass sie fressen das radikal weg. Das ist lecker für die, das ist gar keine Frage. Wie gesagt, das Mittelstück lasse ich jetzt noch trocknen und dann lagere ich die ein, fertig zur weiteren Verarbeitung. Wenn ich sie irgendwann brauche, habe ich sie. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema so ein bisschen näher bringen mit der Rohhaut. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!